Guten Tag, mein Name ist Umberto. Ich bin hier, um mit Ihrer Frau zu schlafen. Um was? Umberto. Es war schlecht. War sehr schlecht. Ja, also. Schönen guten Tag. Willkommen zurück zu Minecraft. Hallo, das war einer in den Top 10 der schlechtesten Anmoderationen, die du jemals gebracht hast. Das war die schlechteste Anmoderation ever. Ever. Bloß weg hier. Oh Gott, war das dreckig. Apropos dreckig. Es sind ganz viele dreckige Sachen passiert in der letzten Zeit. Ich mach mal Musik an. Den Rechner von mir hat's zersäbelt. Ich musste tatsächlich einen kompletten Neuaufbau hinlegen. Ich hoffe ja, dass alles irgendwie so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also, es wäre schon cool. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu berichten, außer dass eben ein Haufen viel dreckiger Kram passiert ist. Da ist bestimmt MS-74 schuld dran. Der hat mir bestimmt ein Virus geschickt, einen Stromstoß durch den Sitz oder so. Ja, natürlich. Natürlich habe ich das getan. So, lieber MS-74. Ihr? Ich kann jetzt erst einmal meinen... So, mein Jetpack starten. Dein Jetpack? Ja, Mann. Und weißt du, was mir eingefallen ist? Was denn? Wir haben so schön mit transportablen Tanks hier oben unseren Steinbruch aufgefüllt. Mhm. Das hätte es gar nicht gebraucht. Wir hätten uns einfach auch ein Tesseract basteln können. Ja, das hätten wir tun können. Naja, was das heißt... Das war aber die schnellere und einfachere Methode. Was heißt einfach? Voll dagegen geflogen. Aber wir hätten das gekonnt. Läuft der Steinbruch eigentlich noch? Nee, der Steinbruch läuft nicht mehr. Hast du den abgeschaltet? Weiß. Also Sprit ist drin. Oder ist... Nee, fertig ist der nicht. Nee, der ist überhaupt nicht fertig. Aber hier ist ein Loch drin. Hier ist mir uns was um die Ohren geflogen. Ach, schön. Es hat uns Maschinen zerrissen. Ach, Mann. Die Kühlung hat versagt, lieber MS-74. Ja, das... Ups, kann ich liegen. Jetzt, warte. Das, ja. Na toll. Und jetzt? Ja, ich bin hier. Ich sehe es. Das hat ja alles versagt. Jo, hier sind uns Maschinen um die Ohren geflogen. Ja. 6 Stück. Das fängt ja schon wieder gut an. MS. Hier. Was habe ich denn vorhin gesagt? Technik, das ist scheiße hier, das geht nicht. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, diese Maschine hier ist dein Machwerk. Reparier sie. Ich würde eher sagen, diese Maschine ist mein Machwerk und veraltet. Wir reißen sie ab. Warum das? Weil wir uns Redstone-Energieleitungen craften und die dann mit dem Lager hier verbinden. Okay. Weil dann nehmen wir von unten den Maschinen die produzierte Energie und mappen die einfach an den Steinbruch und haben Energie. Und da fliegt uns nichts mehr um die Ohren. Gut. Und da wir eigentlich noch mehr da oben abbauen wollten, macht das sogar Sinn, hä? Können wir sogar unterirdisch einen verlegen. Wollen wir das mal machen? Ich meine, du hast das ja probiert. Du hast ja gesagt, dass das funktioniert hat. Korrekt. Naja, dann würde ich sagen... Problem. Nur, wir brauchen gehärtetes Glas. Naja, dann auf. Ja, das war irgendwie mit der Schmelzerei und ich weiß es nicht mehr. Nein, gehärtetes Glas war nicht mit der Schmelzerei. Gehärtetes Glas war mit den Induktionsschmelzern. Ah, ja, genau. Stimmt. Tut mich sorry. Wie man das produziert, das kann ich dir noch sagen. Beziehungsweise, das kann ich im Zweifel anleiern. Du musst mit, nur sagen, was pulverisiertem Obsidian und Bleistaub.
Ja, du musst halt nur sagen, was gebraucht wird und ich hänge mich dahin und mach das dann. Das ist ja nicht das Problem. In der Zwischenzeit kannst du schon mal gucken, dass du hier entsprechendes designtechnisches Material walten lässt, wo wir dann die Anlage aufbauen. Weil du brauchst ja doch schon ordentlich Energie. Oder willst du dann nur noch eine Energieleitung an den Steinbruch pappen? Wir pappen dann einfach nur das Kabel an den Steinbruch. Und du bist dir sicher, dass unsere Anlage genügend Power produziert? Ja. Weil dann brauche ich hier hinten den Chunkloader auch nicht mehr. Dann nehme ich Nein. den jetzt, dann baue ich den jetzt ab. Ja. Okay. Nur bevor wir Elektrum waren, null. Mhm. Ja, da können wir ja Mischungen draus machen. Ich mach die Mischung. Bevor wir jetzt allerdings die Leitungen verlegen, sollten wir vielleicht nochmal den Steinbruch irgendwo hier aufbauen. Nicht, dass der ist nicht fertig. Stimmt, wir können ja einfach eine Energiezelle abbauen und können das dann dran pappen. Das ist ja auch kein Problem. Ja, aber die wird nicht ausreichen für die Power, die das Ding braucht. Ja, nur um zu gucken, ob es überhaupt dran pappt. Nee. Okay. Ja, ja. Weil ich habe ja nur probiert, ob die Energieleitung bis da hinten den Strom liefert. Das, was sie auch tut. Okay. Ich habe allerdings vergessen, den Steinbruch nochmal dran zu bauen. Du hast ernsthaft vergessen, den Steinbruch da dran zu pappen? Ach ja, lass mich doch. Alter Falter. So, die Pumpe muss da hinten. Wir hatten auch nur noch eine Pumpe über. Sand, Elektromischung, Goldstaub und Silber. Oder? Was hast du denn vor? Was willst du denn machen? Elektrumbarren. Da wir die ja auch benötigen. Wo bist du überhaupt? Hinten im Lager. Okay, du möchtest was machen? Also das Hauptziel ist? Elektrumbarren und gehärtetes Glas. Okay. Gehärtetes Glas. Ja. Kriegst du aus pulverisiertem Blei und Obsidianstaub. Ja. Gut, das werde ich jetzt übernehmen. Okay. Sofern wir denn noch Obsidian haben. Natürlich haben wir noch Obsidian. Weil unten der... Ach, was weiß ich, wie, ich kann mir den Namen von dem Ding nicht merken. Eruptiv-Extrudierer. Oh! Ja, wir haben genug Obsidian. Ja, ja, der dürfte voll sein. Nee, noch nicht ganz, aber wir haben genug. Ich schalte mal die Maschine aus. Ja, schalt mal die Maschine aus. Okay. Dann schnapp ich mir jetzt eine Energiezelle. Flitz da hoch. Probier die mal dran zu bappen. Ja, probier das mal. Ob die überhaupt miteinander kommunizieren, sag ich jetzt mal. Also anschließen. Du weißt schon. Natürlich, ich weiß schon. Ja. Gut, ich pulverisiere mir mal ein bisschen Obsidian. Falls ich das nicht schon gemacht habe, sicher bin ich mir da nämlich gar nicht. Oh, dunkel. Aber nur draußen. Was? Aber nur draußen. Ja. Hier, wo ich gerade bin, ist nichts. Ja, sonst ja alles ausgeleuchtet. Okay, Blei. Hätte ich als Barren da, könnte ich mir eigentlich auch so durchpulverisieren. So. Machen wir uns mal so ein Stack draus. Alter Falter, KST ist heute aber auch ganz schön penetrant. Machen wir mal ein bisschen ruhigere Musik. Das funktioniert. Alles klar. Das funktioniert? Das funktioniert. Ich bin ja so unglaublich stolz. Dass mal was funktioniert? Ja, Mann.
Das ist ja schließlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Stimmt. So, wir hängen das mal alles schön aneinander hier. Lass mich runter. Das restliche Obsidian kann ich eigentlich jetzt erstmal weglegen. So, die Bleibarren, die ich hier drin habe, die werde ich dann mal eben zu Bleistaub verarbeiten. Okay. Glaube ich, weil das vielleicht Sinn macht. Mhm. Mess? Genau. So. Wo legen wir denn am besten die Leitungen? Dies, mein lieber Emmis, ist Designtechnik und da bist du gefragt. Wie viel gehärtetes Glas brauchen wir denn, lieber Herr Emmis? Wir brauchen ganz, ganz viel. Mach du nur. Du bist sicher? Du darfst gerne mal übertreiben. Verstehst du? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht. Du musst das doch verstehen. Du bist doch der Einzige, der das versteht. Tust du mir mal einen Gefallen? Ich bin gerade am Material bauen, was ist denn? Ja, ich möchte... Kannst du dich mal zwischen die zwei Benzintanks stellen? Zwischen zwei Benzintanks? Ja, damit ich ungefähr weiß, wo ich runterbuddeln muss. Damit da hinten die Leitung hoch kann. Wo sind denn die Tanks? Ach, da... Scheiße, wie das war. Wie weit das war. Ich bin hier. Du stehst hier? Plus 1049 plus 1286. Was? Nochmal. Plus 1049 plus 1286. Und du stehst hinten an der Wand? Zwischen den beiden Tanks. Hinten direkt an der Wand. Ja, hast du doch gesagt, oder nicht? Okay. Höhe? 54. Warte. 54? Hier musst du aufpassen, wenn du dann eine Leitung rauslegst, dass die nicht am Ende der Tank andockt, ne? Aber ich glaube, es ist ja eine Energieleitung, hat ja mit dem Sprit nichts zu tun. Ja, die wird dann sowieso hier oben lang gelegt. Oh. So, dann haben wir einmal hier und einmal hier. Wir brauchen also, hast du gesagt? Können wir das hier wieder zumachen? Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich höre Musik vom T&M. Beste Energie. Sound Team. Dann ist der TK mit dem Titelsong Humanity aus dem gleichnamigen Album, welches leider nie veröffentlicht worden ist. Schade eigentlich, weil der Track klingt nicht schlecht. Nur so. Also ich bastle aktuell ganz fleißig und formidabel. Mhm. An den gehärteten Gläsern. Mhm, finde ich gut. Also es wird mindestens ein Stack. Du kannst ruhig mehr machen, ne? Ja, dafür muss ich aber auch genug Blei haben, Chef. Ja. Der nimmt 8-mal pulverisiertes Obsidian pro Block. Oh, na dann. Dann sollte ich mich da vielleicht mal mit beschäftigen. Fupp. Oha, geht uns das Obsidian aus?
Abwärts. Obsidian holen.